Hermann Brückel von der FPÖ ist am Wort. Es ist evident und es ist eine Lebensrealität auch, dass in den vergangenen Jahren Eltern vermehrt das Angebot in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen angenommen und auch nachgefragt haben. Die Zahl der Kinderbetreuungsplätze ist gestiegen und steigt auch weiter, auch bei uns vor allem im ländlichen Raum. Und um dem gerecht zu werden, braucht es natürlich auch entsprechend Personal. Wir bilden aus in den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, eben als BAKIP, und wir bilden aus die Fünfjährige, und wir bilden aus in einer dreijährigen Fachschule das Assistenzpersonal. Und wir brauchen hier einfach mehr Personal, und daher ist dieser Vorschlag durchaus sinnvoll, wenn man jetzt einmal prüft, ob man die Ausbildung auch für Menschen mit Behinderungen öffnen kann. Auch der zweite Punkt, die Öffnung der Position des Schulleiters an den Pflichtschulen für Sonderpädagogen, ist aus unserer Sicht sinnvoll. Ich stelle aber in diesem Zusammenhang nur die Frage auch, warum muss also hier der eigene Minister von den eigenen Regierungsfraktionen erst dazu aufgefordert werden, und darf feststellen, dass es hierzu auch ja bereits einen ähnlichen Antrag von der Frau Kollegin Saré gibt, der im Februar eingebracht wurde. Wie gesagt, stellt sich hier wirklich die Frage, warum man hier einen eigenen Antrag, eine eigene Aufforderung an den Minister braucht. Man hätte also hier schon längst reagieren können. Und überhaupt darf ich in diesem Zusammenhang, was also diese Sonderpädagogik betrifft, einmal hervorheben und auch die Frage stellen, wie geht es denn jetzt weiter, Herr Bundesminister, mit der sonderpädagogischen Ausbildung? Wie geht es weiter mit den sogenannten Sonderschulen? Und gibt es die Arbeitsgruppe noch, die eingesetzt wurde? Arbeitet die überhaupt noch? Was macht sie? Wie ist der Stand? Oder, Herr Bundesminister, ist diese sonderpädagogische Ausbildung ohnehin schon zum Sterben verurteilt? Das ist eine Frage, die sich mir stellt. Es wäre aus unserer Sicht einfach falsch, wenn man hier das einstellt. Aber grundsätzlich darf ich auch dazu sagen, dass wir den Antrag, auch den zweiten, dass wir diesem Antrag ebenfalls zustimmen werden. Sagt Hermann Brückel von der FPÖ. Die Prüfung, ob eine Ausbildung für Menschen mit Behinderung geöffnet werden könne, diese aber sinnvoll, sagt Hermann Brückel im Gegensatz zu seiner Vorrednerin.